Einen wunderschönen guten Morgen und vielen, vielen Dank für die großzügige Spende, die ihr gegeben habt für die Aktion Kinder helfen Kindern. Wir haben 441,40 € eingesammelt. Das ist, glaube ich, 70 Euro mehr als letzten Sabbat. Also wenn es so weitergeht, dann knacken wir die 5.000-Euro-Marke in 2 Wochen, hoffentlich. Thema Einsamkeit. Wir haben letztes Mal über Angst gesprochen und Thema Einsamkeit ist nun mal so ein Thema, was unheimlich schwierig ist zu behandeln. Es ist deswegen schwierig, weil man in der Versuchung steht, das sehr melancholisch zu machen, sehr dramatisch zu machen. Auf der anderen Seite steht man in der Gefahr, das nicht ernst genug zu nehmen, weil es ja für viele heißt, naja, ist ja nur Einsamkeit, es gibt Schlimmeres im Leben. Wir merken aber, dass das Thema Einsamkeit zumindest in der westlichen Gesellschaft hier bei uns auf jeden Fall ein Massenphänomen ist. Ernst ist. Es ist präsent, es ist da und Menschen leiden nicht zu wenig unter genau diesem Phänomen der Einsamkeit. Wir sind interessanterweise noch nie so erreichbar gewesen wie zur heutigen Zeit. Man spricht von einer Kommunikationsgesellschaft, man hat Millionen von Kanälen, wie man miteinander kommunizieren kann, aber noch nie waren die Menschen in sich selbst so alleine, wie es heute der Fall ist. Und es ist nicht nur ein Phänomen der heutigen Zeit, dass Menschen Einsamkeit gespürt haben zumindest. Vielleicht war es gesellschaftlich nie so krass wie heute, aber das Gefühl von Einsamkeit kannten Menschen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und die Bibel beschäftigt sich mit diesem Thema an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Ich werde euch jetzt 3 oder 4 Bibelverse vorlesen und werde euch zeigen, dass es dort, besonders in Liedern geschrieben, Beschreibungen von Einsamkeit gegeben hat, die eine andere Verknüpfung hatten als die, die wir vielleicht manchmal heute erleben. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der viele, viele Jahre alleine für sich selbst gewesen ist. Im Johannesevangelium im 5. Kapitel steht geschrieben, dass Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern und dort gab es viele Kranke, viele Blinde, Lahme, Ausgezehrte, steht geschrieben im 7. Vers. Und da war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. 38 Jahre lang konnte er sich nicht bewegen. Er war krank, musste gefüttert werden, musste versorgt werden von anderen Menschen immer wieder. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, sprach er zu ihm, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm mit diesem berühmten Satz, er sagte, Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, der mit mir ist. Seit Jahrtausenden wird dieser Satz immer wieder gedacht, gefühlt, ausgesprochen, ich habe keinen Menschen, ich habe niemanden um mich herum. Und in diesem Satz steckt viel Frustration, bittere Enttäuschung, Frust, Hoffnungslosigkeit, tiefe Einsamkeit manchmal und Resignation, dass die Menschen sagen, ich habe niemanden. Und es kann so nervig sein, dann glückliche, singende Familien mit Kindern und Gruppen zu sehen, wo alle miteinander kommunizieren, wenn man keinen Menschen hat. Viele verschiedene Texte gab es, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Psalm 25. Wende dich zu mir her und rechne meine Schuld nicht an, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Mir ist Angst und Bange, nimm diese Last von meinem Herzen. Hier ist ein Kombipack zwischen Einsamkeit und Niedergeschlagenheit und oftmals führt der Weg in die Depression genau in dieser Kombination, dass der Mensch völlig alleine ist, niedergeschlagen ist und einfach nicht mehr rauskommt aus diesem Gefühl der Einsamkeit. Psalm 35 sagt, was ich ihnen Gutes getan habe, zahlen sie mir mit Bösem heim. Ich bin einsam und verzweifelt. Oftmals gibt es im Leben Dinge, die uns widerfahren, böse Dinge, wo wir verzweifeln, die wir nicht kontrollieren können, die uns einsam machen, die uns isolieren von allen anderen. Und wir sind verzweifelt und sagen, Gott, was passiert gerade hier mit mir, weil ich kann nur nichts dafür, dass ich in der Situation stecke, in der ich gerade bin. Psalm 102 sagt, ich kann nicht schlafen, ich bin verlassen und fühle mich wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Einsam, weil man verlassen wurde. Viele kennen das vielleicht, dass sie verlassen wurden von der Person, die sie am meisten geliebt haben, weil sie gestorben ist oder weil diese Person jemand anderen nicht mehr einsam sein lassen wollte. Und dann gibt es halt verschiedene Elemente, warum man verlassen wird. Und dann steht man da und stellt sich die Frage, meine Güte, mein Leben lang und jetzt auf einmal einsam. Schau zu Rechten und sieh, Psalm 142, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht, niemand fragt nach meiner Seele. Einsamkeit bedeutet, dass manchmal wochenlang oder monatelang niemanden etwas interessiert, wie es mir geht. Dass niemand fragt, wie geht's dir, wer bist du, was tust du? Manche können sich das gar nicht vorstellen, aber es ist so, dass es manchmal viele, viele Wochen und Monate gibt, wo niemand einfach
mehr fragt. Jeremia sagt, nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen, ich konnte nicht mit ihnen lachen, nein, einsam war ich. Es gibt verschiedene Gründe, warum hier über Einsamkeit gesprochen wird. Und die Texte klingen an, Gründe klingen an in diesen Texten. Der eine ist, weil er krank ist, einsam. Es gibt niemanden, der ihm hilft, wenn es darauf ankommt. Der andere ist einsam, weil ihn die Schuld und Schuldgefühle einsam machen, weil er sich isoliert von Menschen, weil er denen nicht begegnen will. Gerade im kirchlichen Bereich kann man sehr einsam werden, wenn man Schuld auf sich geladen hat und Angst hat, das auch zuzugeben. Verletzungen, die uns zugefügt wurden, Verluste, spürbare Ausgrenzung, Trennungen und so weiter und so weiter. Und all diese Gründe, die wir hier gerade gelesen haben, sind top aktuell. Manch einer kann das in seinem Leben nachempfinden oder kennt mindestens Leute, die genau mit dieser Problematik zu kämpfen haben. Und Gott, wir haben es gehört von Anfang an in der Kindergeschichte, hat sich etwas dabei gedacht, als er gesagt hat, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist und identifiziert dieses Alleinsein erstmal nicht als etwas Tolles, Positives, Erstrebenswertes, sondern als etwas, was wir eigentlich nicht wollen, etwas, was wir verändern wollen. Einsamkeit tut weh, sagen manche Leute. Und das stimmt, es tut weh, weil es einfach eine Mangelerscheinung ist. Es ist ein Mangelzustand, etwas, was so nicht geplant ist, etwas, was wir so nicht wollten. Insbesondere dann, wenn Zuneigung fehlt, wenn Liebe fehlt, Nähe, Wärme und all das, was wir so brauchen in unserem Leben, damit wir nach vorne kommen. Aber einsamen Menschen fehlt auch das Gegenüber als Spiegel, als jemand, der reflektieren kann und dich aufmerksam machen kann auf Dinge, aber dich gleichzeitig aber auch mutig machen kann dort, wenn du es unbedingt brauchst. Es gibt drei Phasen von Einsamkeit, wie ich finde, die möchte ich kurz mal skizzieren. Die erste Phase von Einsamkeit ist das, was vorübergehend passiert, was wir alle wahrscheinlich schon mal erlebt haben. In der Kindergeschichte wurde gesagt, wenn du neu in den Kindergarten kommst oder bist du völlig allein und kennst niemanden, das ist einsam. Wer schon mal die Schule gewechselt hat und dann in eine neue Klasse gekommen ist, der weiß, was es bedeutet, erstmal ganz alleine ist. Wenn man in ein neues Land gezogen ist, die Sprache nicht kennt, dann ist man oft isoliert und kennt sich nicht aus. Das sind so Dinge, die passieren. Oder für die älteren Leute hier, wenn die Kinder aus dem Haus gezogen sind, ja, und dann auf einmal ist es leer und keiner spricht mehr, das ist so eine Phase von Einsamkeit, die man erstmal bewältigen muss. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese Phase des Lebens ja auch dazu dienen kann, dass man sich neu orientiert, ja? Dass man neue Hobbys findet, dass man anfängt, etwas Neues zu tun, weil jetzt der Weg frei geworden ist oder das Kinderzimmer gerade frei geworden ist und so weiter. Dann gibt es die ernstere Form von Einsamkeit, nämlich die Einsamkeit des, wo der Mensch sich anfängt, langsam zurückzuziehen, wo er sich isoliert aus der Gesellschaft. Die Einsamkeit schleicht sich irgendwie ein, man guckt und auf einmal sind 2, 3 Wochen vergangen und man hat mit niemandem kommuniziert und das scheint so eine Art Lebensstil zu werden mittlerweile und damit verändert sich dann aber auch die Persönlichkeit von Menschen, wenn sie sich isolieren von der Gesellschaft oder isoliert werden von der Gesellschaft. Meine Fähigkeit, dann Kontakt aufzunehmen, das wird immer weniger. Ich tue mir immer schwerer, auf Leute zuzugehen und die Unterhaltungen nehmen langsam ab. Und wir verlernen tatsächlich so die einfachsten Dinge, wie lächeln oder kommunizieren oder aufeinander zugehen. Und dann zieht man sich zurück. Und dann gibt es die chronische Einsamkeit, die schwierig ist, die wirklich behandelt werden muss an vielen Stellen. Das ist diese Phase, wo Einsamkeitsgefühle Monate dauern oder Jahre oder wo das einfach zum Lifestyle dazugehört, einsam zu sein. Menschen versteinern oftmals die Fähigkeiten, Kontakt aufzunehmen oder die aufrecht zu erhalten, Leute anzurufen oder was weiß ich, die verschwinden komplett dann. Man isoliert sich und ist für sich selbst. Und dann passiert etwas, was wahrscheinlich viele von uns auch mal erlebt haben, dass man dann auch nicht weiß, wie man mit dieser Person umgehen soll. Oftmals in Kirchen, wenn man ist, dann sagt man, kümmere dich mal um den und den. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich weiß nicht, was ich mit dem reden soll. Der sagt nur ja, ja oder nein, nein oder nickt nur und macht nichts anderes. Das ist ein bisschen unheimlich, neben dieser Person zu sitzen und nach 10 Fragen kein Gespräch letztendlich aufkommt. Und das ist so ein Teufelskreis. Man findet sich unattraktiv. Man fühlt sich nicht geliebt und gewünscht. Und genau so präsentiert man sich dann auch und so vertieft sich das immer wieder und immer wieder. Die entscheidende Frage für uns heute ist, wie versuchen wir diesen Teufelskreis zu durchbrechen von Einsamkeit? Und ich betone, Einsamkeit gibt es nicht nur bei Menschen, die alleine sind, sondern wir werden später auch darüber sprechen, was es bedeutet, einsam zu sein innerhalb einer Ehe, innerhalb einer Beziehung oder innerhalb einer Gruppe, in der man sich befindet.
Drei kurze Punkte. Und ich glaube, der interessantere Teil wird dann später in den Gesprächen sein, weil dort können wir uns austauschen und uns gegenseitig sagen, wie wir das empfinden. Aber die drei Punkte sollen uns jetzt so eine Möglichkeit geben, später ins Gespräch zu kommen. Einsamkeit kann man aus zwei Perspektiven sehen. Das ist mein erster Punkt. Man kann die Einsamkeit aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Man kann es grundsätzlich als Bedrohung ansehen oder man kann es auch als eine gewisse Chance sehen. Die negativen Auswirkungen von Einsamkeit besprechen wir immer wieder. Wir sprechen davon, wir wissen, wir spüren und wissen sofort, wie negativ Einsamkeit sein kann. Aber Einsamkeit kann auch eine Chance sein an vielen, vielen verschiedenen Stellen. Eigentlich ist es so, dass es in der heutigen Zeit so ist, dass Einsamkeit mittlerweile als ein kostbarer Wert, ein Luxusprodukt mittlerweile geworden ist, wonach sich viele Menschen eigentlich sehnen, wenn sie mal 5 Minuten für sich selbst alleine sein könnten. In einer Welt, in der Mensch immer wieder beladen wird, immer mehr Verantwortung tragen muss, ist die Vorstellung davon, für niemanden Verantwortung tragen zu müssen, nur für sich selbst sorgen zu müssen, eigentlich eine sehr attraktive Version von einem Lebensentwurf. Bei mir nicht so, aber manchmal schon. Ja? Also die Vorstellung, sich nicht um so viele Dinge kümmern zu müssen, so viel Verantwortung zu tragen für 14 Kinder und für Frau und Hof und Versicherung und alles Mögliche, manchmal ist es tatsächlich ein ganz, ganz attraktiver Gedanke. Dann schaue ich meine Frau und sage, nein, das ist ein blöder Gedanke, will ich nie haben in meinem Leben. Ja? Aber trotzdem ist es einer der größten Wünsche in der Gesellschaft von vielen Leuten zu sagen, oh, ich möchte mal alles ablegen, all diese Leute um mich herum und ich möchte mal für mich alleine sein. Menschen, die viel Zeit mit sich selbst verbringen, können das sinnvoll machen, und das ist jetzt der Punkt, oder man kann es auch sinnentleert machen. Die Einsamkeit kann man mit Sinn füllen, oder man kann sie sinnentleert ertragen. Und das ist, was ich meine mit, man kann die Einsamkeit als Chance sehen oder man kann sie permanent als Bedrohung akzeptieren. Und das ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ich meine Einsamkeit mit Sinn fülle, mit Dingen, die Sinn machen, oder ob ich das nicht tue. Ich kenne Menschen, die einsam sind, aber Menschen, die mittlerweile die dritte Sprache gelernt haben. Menschen, die viel sich ehrenamtlich engagieren. Menschen, die vieles vollbringen in ihrem Leben, einfach deswegen, weil sie dazu die Möglichkeit haben, weil sie einsam sind. Aber ich kenne auch Menschen, die einsam sind, alleine sind und am Tag 8 Stunden Fernsehen gucken und somit auch ihren Tag beenden und letztendlich auf den nächsten Tag warten, um wieder 8 Stunden Fernsehen zu gucken. Es ist ein großer Unterschied, ob ich die Einsamkeit zulasse, dass sie als Bedrohung auf mich einwirkt, oder ob ich das als eine Herausforderung annehme, darin eine Chance zu sehen, etwas mit mir oder auch mit anderen anzufangen. Viele ärgern sich über diesen Zustand des Alleinseins, weil dieser Zustand oftmals mit nichts gefüllt ist. Alleinsein kann aber auch nötig sein. Die Bibel spricht oftmals davon, dass wenn der Mensch einsam ist, die Chance bekommt, so eine Bestandsaufnahme von sich selbst zu machen. Und wir wissen das alle selbst. Die Momente, wo wir große Entscheidungen für unser Leben getroffen haben, die haben wir dann getroffen, wenn wir mal Zeit für uns selbst hatten, wenn wir darüber nachdenken konnten. Und Jesus spricht ganz, ganz oft davon im Neuen Testament, dass er die Einsamkeit sucht, weil er sie braucht, insbesondere dann, wenn wichtige Momente anstehen im Leben. Die ersten 30 Lebensjahre von Jesus, da wissen wir sehr wenig im Neuen Testament, aber danach, bis zu seinem Tod, wissen wir eine Menge. Und wenn wir sein Leben beobachten und schauen, was er getan hat immer wieder, werden wir sehen, dass er sich immer, immer Zeiten und Orte der Einsamkeit gewählt hat, um mit seinem Vater, mit Gott zu kommunizieren. Ganz am Anfang, nach der Taufe, geht er 40 Tage alleine in die Einsamkeit. Bevor er seine Jünger wählt, geht er erstmal eine Nacht in die Einsamkeit. An vielen verschiedenen Stellen steht geschrieben, als sein Freund Johannes der Täufer stirbt, er nimmt ein Boot, geht an einem einsamen Ort. Wir wissen nicht, wie lange er dort geblieben ist. Kurz bevor er sterben wird und er weiß, dass er gefangen genommen wird, geht er in die Einsamkeit, in den Garten Gethsemane, um zu beten und so weiter und so weiter. Das heißt, Alleinsein erstmal kann als Chance gesehen werden und nicht immer nur als eine Bedrohung, die man verändern muss. Wenn Einsamkeit wirklich diese Chance ist, noch etwas anderes für sich zu vollbringen, nämlich die Intensität zu steigern, mit Gott eine Beziehung letztendlich auch zu haben. Was nicht möglich wäre, wenn ich meine Aufmerksamkeit mit anderen Menschen teilen muss. Paulus sagt etwas ganz Interessantes. Es geht um Ehe.
Und er sagt, naja, mir wäre eigentlich viel lieber, ihr wärt alle nicht verheiratet. Aber wenn es sein muss und ihr nicht die Finger voneinander lassen könnt, na meine Güte, dann heiratet miteinander. So sinngemäß sagt er es. Er sagt, aber es wäre mir lieber, ihr würdet so sein wie ich und würdet all eure Konzentration, all eure Kraft, alles das, was ihr tut, auf den einen wichtigen Grund im Leben konzentrieren, nämlich auf Gott selbst. Und das hat er vorgelebt. Das hat er vorgelebt, indem er selbst in seiner Einsamkeit Dinge vollbracht hat, die einfach unglaublich gewesen sind. Und es ist so, es ist so. Wenn wir mit anderen Menschen beladen sind oder durch sie belastet sind oder an sie gebunden sind, dann ist es einfach nur so, dass wir die Aufmerksamkeit mit ihnen teilen müssen, die Gott letztendlich am Ende bekommt. Das ist nichts Schlimmes, nichts Böses, aber es ist logisch. Wenn ich 10 Stunden Zeit habe und, ja, ihr wisst schon. Dieser Gedanke ist aber jetzt nicht so der plumpe Versuch, das Zölibat hier einzuführen oder so, dass man sagt, jeder soll für sich alleine asketisch irgendwo leben. Aber das Alleinsein, und das meine ich jetzt wirklich ernst, das Alleinsein kann eine Qualität in einer Gottesbeziehung erzeugen, die einzigartig ist. Und wir erahnen das manchmal in den schlimmsten Momenten unseres Lebens, wo die größten Katastrophen auf uns einprasseln, dass die größten Gottesbegegnungen wir eigentlich in der Einsamkeit haben. Unabhängig davon, ob wir in einer großen Familie sind oder in einer Gemeinde sind und was weiß ich. Die Stimme Gottes, die Begegnung mit Gott, hören wir dann trotzdem immer dann am deutlichsten, wenn wir mit uns alleine sind, beziehungsweise mit ihm zusammen. Die Frucht der Einsamkeit und Stille sind eine höhere Sensibilität für andere, sagt Richard Foster, ein amerikanischer Theologe. Daraus erwächst eine neue Freiheit, mit anderen zusammen zu sein. Und es ist tatsächlich so. Menschen, die alleine sind, haben eine besondere Antenne, eine Sensibilität oftmals für andere Menschen. Der Begriff Askese, und das möchte ich auch nicht einführen, der Begriff Askese kommt vom griechischen Üben. Und Üben kommt aus der Einsamkeit heraus. Und wenn Einsamkeit sinnvoll genutzt wird, dann kann dieser Mensch eine Quelle von Inspiration sein. Das kann ein Mensch sein, auf den anderen hinschauen, von ihm lernen, und weil sie einfach sehen, dass diese Person eine Qualität hat in der Beziehung zu Gott, die einfach unglaublich ist. Ich glaube, dass ein einsamer Mensch einen höheren Grad an Weisheit erlangen kann, als einer, der permanent in der Hektik verschwindet und hyperaktiv versucht, irgendwie das Leben zu meistern. Und wenn wir darüber nachdenken, ihr werdet lachen, aber ich finde wirklich, dass Nonnen die sympathischsten, die ausgeglichensten und die vertrauenswürdigsten Menschen sind, die es gibt. Einer Nonne würde ich alles anvertrauen. Ich würde einer Nonne meine Kinder anvertrauen, die Autoschlüssel anvertrauen, weil sie ein Grundgefühl vermitteln von einer Reife, von einer Tiefe, von einer Gottesbeziehung. Und sie haben sich für die Einsamkeit entschieden und meistern diese auf eine Art und Weise, die einfach wundervoll ist. Die einfach wundervoll ist. Ich bitte euch, wenn ihr heute hier rausgeht, all diejenigen, die mit diesem Thema besonders verbunden sind, nämlich Einsamkeit und Partnerschaft, bitte sagt nicht, ich bin in die Adventgemeinde gegangen und als Tipp wurde mir gesagt, naja, wenn du niemanden findest, solltest du Nonne werden. Das ist damit nicht gemeint, ja. Aber ich möchte nur dafür plädieren, dass wir uns öffnen für diesen Gedanken, dass Einsamkeit nicht immer nur eine zerstörerische Gewalt ist, die Gefahr mit sich bringt, sondern es kann eine Chance werden, in so vielerlei Hinsicht, insbesondere in der Hinsicht, dass man Gott auf eine Art und Weise kennenlernen kann, die unglaublich ist. Gut, Einsamkeit ist nun mal ein Zustand und den wollen wir durchbrechen. Nonne hin oder her, Gottesbeziehung hin oder her, wir wollen trotzdem versuchen, irgendwie diesen Zustand zu durchbrechen. Und diesen Zustand kann man dann durchbrechen, wenn man sich wirklich fest vornimmt, diesen Zustand zu durchbrechen. Und wenn man sich fest vornimmt, diesen Zustand zu durchbrechen, dann muss man etwas tun, um diesen Zustand zu durchbrechen. Und das Tun, ja, bedeutet, 2 Fragen erstmal für sich selbst zu beantworten. Und bei der ersten werdet ihr mir jetzt helfen. Die allererste Frage ist, gibt es etwas an mir, das meine Einsamkeit fördert? Und die zweite Frage ist, gibt es etwas an den äußeren Umständen, das meine Einsamkeit fördert? Also, gibt es etwas an mir, was diese Einsamkeit fördert? Oder gibt es etwas an den äußeren Umständen, was diese fördert?
Also Frage Nummer 1. Ihr beendet jetzt diesen Satz. Ja? Kein Mensch verbringt gerne Zeit mit jemandem, der geizig ist. Okay. Kein Mensch verbringt gerne Zeit mit jemandem, der bitte? Nicht lachen kann. Der von sich selbst eingenommen ist. Der unangenehm riecht. Ja? Ein notorischer Lügner ist. Überheblich ist. Streitsüchtig ist. Ungepflegt, hysterisch, fanatisch, klug, zynisch, unfreundlich, der permanent jammert über seine Situation und so weiter. Also wir haben Millionen von Dingen, die wir uns jetzt aufschreiben könnten selbst und uns die Frage beantworten, gibt es Dinge an mir selbst, die diese Einsamkeit letztendlich fördert? Und der Satz, wer mich mag, der soll mich mögen, wie ich bin. Das kann man vielleicht in Ratgebern lesen oder so, ja? Aber die Realität zeigt uns, dass es ein Satz ist, den wir in die Tonne treten können. Weil keiner verpflichtet ist, uns so zu mögen, wie wir sind. Also, wenn der Mensch über seine Einsamkeit nachdenkt, dann ist die Frage erlaubt, sich selbst mal die Frage zu stellen, Mensch, gibt es Dinge an mir, die diese Einsamkeit fördern? Ist es zum Beispiel so, dass tatsächlich meine Körperhygiene eine ist, die einfach dafür sorgt, dass Menschen nicht gerne neben mir sitzen? Wenn ich mich mit Teenagern, mit Jungs voller Testosteron unterhalte und sie sagen, oh, ich kriege kein Mädchen ab und so weiter, ja, dann gibt es nur einen einzigen Tipp, rasier dich, dusch dich und alles wird gut. Ja, und dann werden auch Menschen wieder mit dir reden. Aber es gibt auch Menschen, die permanent jammern und sagen, mein Leben ist so und so schlimm und so schlimm und so schlimm und man kommt sich irgendwann mal als Therapeut vor und sagt, ich will doch nur Freundschaft mit dir, kein Arzt-Patient-Verhältnis und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo man sich selbst anschauen kann, die man selbst regulieren kann in seinem eigenen Leben, die es leichter machen, wieder Kontakt zu bekommen mit anderen Menschen oder was es leichter macht, dem anderen gerne in meiner Nähe zu sein. Aber es gibt auch äußere Umstände, die wir tatsächlich vielleicht so erstmal nicht kontrollieren können, ja? Oder doch kontrollieren können. Vielleicht habe ich einen Beruf, der nicht förderlich ist, wenn es darum geht, Freundschaften zu knüpfen. Ich kenne einen, der war Schiffsmechaniker, der 11 Monate im Jahr auf dem Schiff gewesen ist oder im U-Boot oder was weiß ich. Ja, und dann ist es ja natürlich ein bisschen schwierig, Freundschaften zu knüpfen, wenn man nur 4 Tage im Jahr in seinem angestammten Heim ist und so weiter. Unsere beruflichen Laufbahnen sind so, dass wir mobil geworden sind, permanent umziehen, irgendwo hingehen, neue Jobs machen, alles neu ausprobieren wollen und dann ist es unheimlich schwierig, hinterherzukommen, wenn der Mensch sich nicht hinsetzt, ankommt, irgendwo sagt, hier bin ich, hier wohne ich, hier lebe ich, hallo, nimm mich wahr. Schichtdienst. Schichtdienst zum Beispiel ist etwas. Vielleicht habe ich Hobbys, die anderen Menschen Angst machen. Ich kenne eine Person, die sammelt Schlangen und Skorpione. Es ist unheimlich schwierig, ein Mädchen nach Hause mitzunehmen, ja? Wenn überall Skorpione und Schlangen rumkriechen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass das ein äußerer Umstand ist, der es schwierig macht, andere Menschen mit mir in Kontakt zu treten. Vielleicht lebe ich an einem Ort, der nicht günstig ist für Freundschaften. Bei der eigenen Mutter mit 50 Jahren oder sowas, ja. Also es gibt Dinge, die wir verändern können, was es die äußeren Umstände angeht, die es zumindest leichter machen, die es zumindest leichter machen, dieser Problematik irgendwie zu begegnen. Also, wenn tatsächlich wir versuchen, dem nachzugehen, dann werden wir sehen, dass Einsamkeit vielleicht auch als Chance empfunden werden kann, dass es vielleicht Dinge an uns gibt, die wir verändern können, die die Sache leichter machen, aber trotzdem ist es so, dass es immer noch ein Problem bleibt. Menschen fragen, ist es jetzt meine Schuld, dass ich jetzt einsam bin, ja? Das ist nicht die Aussage. Es ist auch eine uninteressante Frage, wessen Schuld das ist. Aber was tatsächlich ist, jeder einzelne von uns ist verantwortlich für die eigenen Veränderungsprozesse in seinem Leben. Kein Mensch wird von außen kommen und sagt, du musst das ändern, damit das und das passiert. Die Entscheidung müssen wir letztendlich alle selbst treffen. Und dann am Ende gibt es den biblischen Begriff des Erkennens. Erkennen, und das müssen wir neu entdecken für uns. Nachdem wir uns geeinigt haben, dass die Einsamkeit nicht immer katastrophal sein muss, dass es Dinge gibt, die wir verändern können, ist es immer noch so, dass wir ein Bedürfnis haben nach einem anderen Menschen. Das ist ja nicht wegradiert, das ist ja da, das ist in uns verankert, dass wir gerne mit einer anderen Person zusammen sein wollen. Allerdings sind Beziehungen, und das mit diesem Idee müssen wir aufräumen,
sind Beziehungen kein sicherer Schutz vor Einsamkeit. Man kann sich auch in einer Gesellschaft, in einer großen Gesellschaft, sehr, sehr, sehr einsam fühlen. Und dann gibt es auch die Einsamkeit, die die Menschen zu zweit erleben können. Und das ist eine Qualität von Einsamkeit, die schwierig ist. Die Einsamkeit in der Ehe ist für viele die schlimmste Erfahrung, die es gibt. Da ist zwar technisch gesehen eine gewisse Nähe da, aber eigentlich eine große Distanz. Da gibt es eigentlich jemanden, der für mich und mit mir sein sollte, aber ich erlebe ihn als jemanden, der gegen mich ist. Viele, viele verheiratete Menschen, ich habe verschiedene Statistiken gelesen, fühlen sich einsam in ihrer eigenen Ehe, in ihrer eigenen Familie. Und ein hoher Prozentsatz von Menschen heiratet, um das Alleinsein zu beenden, lernt aber in der Ehe eine ganz neue, intensivere Form von Einsamkeit, die er vorher so gar nicht gekannt hat. Wenn Menschen zusammenkommen, dann geschieht ganz, ganz oft ein Phänomen. Wir fokussieren uns auf eine Person, auf eine Art und Weise, dass wir alles um uns herum vergessen. Unsere Hobbys werden auf einmal unwichtig. Wie viele Kumpels habe ich gehabt, die aufgehört haben mit Fußball, mit Sport, weil sie ein Mädchen kennengelernt haben und alles sich auf einmal verändert hat. Ja. Eltern und Geschwister treten in den Hintergrund, das kennt ihr wahrscheinlich alle, der Bruder ruft nicht mehr an, die Schwester ruft nicht an, warum? Die sind verliebt, haben jetzt ganz andere Dinge im Kopf. Eigene Interessen werden nach hinten gestellt. Müdigkeit spielt auf einmal keine Rolle. Stress spielt keine Rolle. Wenn man jemanden fragt, kannst du mir helfen? Oh, mein Leben ist momentan stressig. Wenn man verliebt ist, es gibt keinen Stress, es gibt keine Müdigkeit, es gibt nur Glück, Hormone und Zeit und alles Mögliche. Wir bekommen aber auch voll das Gefühl, dass wir verstanden sind. Wir bekommen das Gefühl, dass eine Person, die hat mich richtig verstanden, die hat mich richtig gecheckt. Und ich bekomme diese Allmachtsfantasie, weil ich eine Person kennengelernt habe, die ich am meisten kenne von euch allen. Ich habe sie am meisten verstanden. Und so sind wir beide zusammen und finden uns toll, weil wir uns so super verstehen. Bettina von Arim hat gesagt, ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein. Und beides ist dasselbe. Ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein, das ist eins. Und in diesem Bild zu bleiben, wir überfluten dann in diesem Liebesmoment, den wir empfinden, diese Einsamkeit und haben das Gefühl, dass es für immer vorbei ist. Nun ist es aber so, dass im Hebräischen dieses Wort erkennen von der Wurzel Yad kommt. Und die wird 1068 Mal im Alten Testament benutzt. Das ist eine der am meisten verwendeten Verben, die es gibt im Alten Testament. Und die bedeuten, zwei Aspekte haben sie: erkennen und wissen. Also etwas sehen, erkennen, wiedererkennen und etwas verstanden haben und etwas wissen. Und diese hebräische Wurzel hat dann zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, dass es ein Prozess ist, ein Erkenntnisprozess, eine Zeit, wo ich etwas lerne, immer wieder lerne, immer wieder lerne. Und die zweite Bedeutung ist, dass ich zum Ziel angekommen bin, dass ich es verstanden habe, dass ich jetzt weiß, was gemeint ist. Und es ist interessant, dass die Bibel gerade diesen Begriff wählt, wenn die Vereinigung von einem Mann und von einer Frau beschrieben wird. Es wird nicht ein romantischer Gedanke, nicht eine Emotion, ein Gefühl genannt, sondern etwas, was sich Gott dabei gedacht hat. Er wollte damit sagen, dass die Vereinigung von Menschen ein Prozess sein soll, der immer wieder wächst, in dem der eine den anderen immer wieder versucht zu verstehen, sich auf ihn einzulassen und dadurch immer mehr versucht, auf ihn einzugehen. Die Realität aber ist die, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Ehen, Partnerschaften, Freundschaften, Familien und so weiter, dass dieser Vorgang der Erkenntnis, des tiefer Eintauchen Wollens in die Seele meines Gegenübers, dass der eher abnimmt und nicht zunimmt. Viele erzählen davon, dass im Grunde genommen diese Basis des Erkennens und des Liebens mit der Zeit eher abnimmt, anstatt dass sie zunimmt. Und das ist erstens ein Betrug an uns selbst, weil wir uns etwas anderes versprochen haben, als wir alle geheiratet haben und gedacht haben, ja, das ist die Person. Und zweitens, das manövriert den Menschen in eine Einsamkeit, die zwar eine Nähe suggeriert, aber eigentlich keine ist. Und deswegen sage ich, es ist eine ganz besondere Qualität. Es ist eine Sache zu verdursten, aber es ist eine andere Sache zu verdursten und jemand zeigt dir die ganze Zeit eine kalte Wasserflasche und nimmt sie dann immer wieder weg. Dieses Prinzip des Erkennens, dieses Wort Erkennen, basiert auf dieser Annahme, dass ich mein Gegenüber erstmal wahrnehme, es sehe, tatsächlich sehe, dass ich mich für diesen Menschen interessiere und alles dafür tue, damit es dieser Person auch gut geht. Leider passiert es in unseren Ehen zu oft, dass wir unseren Partner eher degradieren, als ihn aufwerten. Das ist der Partner, der
am schnellsten als Packesel benutzt werden kann. Das ist die Person, die man am leichtesten versetzen kann. Das ist die Person, die am meisten aushalten kann, weil wir denken, dass es so ist, weil sie uns gehört, weil wir halt jetzt in einer Beziehung, in einer Ehe sind und weil es diesen unüberbrückbaren Zauberspruch gibt, mit dem wir uns alle gebunden haben, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet. Was eigentlich so ein romantisches und liebevolles Bekenntnis sein sollte am Anfang, empfinden viele Menschen irgendwann mal als die Kette, die sie an eine Partnerschaft bindet, die schon lange keine mehr ist. Nur weil man zusammen lebt und weil man sagen kann, man ist verheiratet, heißt es nicht, dass man automatisch nicht einsam ist. Und heißt nicht automatisch, dass man Nähe empfindet. So viele romantische und leidenschaftliche Partnerschaften haben sich am Ende in Wohngemeinschaften verwandelt und wir sagen uns, das ist so okay. Das ist halt der Lauf der Dinge, wenn man lange zusammen ist. Deswegen, meine Lieben, ob Ehe oder Nicht-Ehe, Partnerschaft oder Nicht-Partnerschaft, um Einsamkeit irgendwie zu begegnen, da müssen wir anfangen, uns zu erkennen, uns auf den Menschen einzulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gegenüber auf einmal das Wichtigste wird in meinem Leben. Dinge, die wir tun, müssen in den Hintergrund treten. Dinge, die wir uns kaufen, für die wir unsere Kraft geben und lassen, müssen in den Hintergrund treten. Und die Person, die allerliebste Person, sie muss das Allerwichtigste auch sein in unserem täglichen Leben. Der Mensch muss in den Vordergrund kommen und wir tauschen ihn so oft aus für tausend andere Dinge, die uns in diesem Moment wichtiger erscheinen. Und deswegen müssen wir an so vielen Stellen unser Leben so sehr verändern. Um aus der Einsamkeit herauszukommen, müssen wir uns scheinbar emporkämpfen, wir müssen rauskommen aus diesem Sumpf. Als Menschen müssen wir uns wieder dafür hinkämpfen, dass wir die erste Stelle einnehmen bei dem anderen gegenüber und endlich diese Dinge zur Seite lassen, die uns bremsen, Nähe zueinander zu empfinden. Einsamkeit, meine Lieben, ist nichts, was man akzeptieren sollte. Es ist etwas, das man auch vor Gott bringen sollte. Etwas, was man aktiv bekämpfen müsste, am besten in einer Gruppe wie dieser hier. Hebräer 13,5 sagt, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und ich will nicht von dir weichen. Amen. Dass wir euch heute erst sehr kurz vorm Gottesdienst hier reingehen.